Wir haben Freitag, den 9.02.2018. Es ist 3.24 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Burner TV hat 991 Abonnenten und 171.700 noch was Klicks, liebe Leute. Ja? In der heutigen Folge geht es wieder um Tipico und zwar um den 22. Bundesliga-Spieltag, ja, und um meine Scheine, die ich gespielt habe. Wie immer werde ich sie euch verraten, ja, wie immer werde ich danach verlieren. Wie immer werde ich in der nächsten Woche genau dasselbe machen, ja, und wie immer werde ich dann immer so weitermachen und, ja, so ist es einfach, ja, was soll ich euch erzählen, ja, das ist die Wahrheit, aber es macht ja Spaß, ja, ich spiele nicht hier, um Millionär zu werden, ja, ich spiele hier einfach, um noch mehr Anreiz zu haben, Fußball zu gucken. Ja, Fußball ist so schon ganz interessant, ja. Aber so macht es noch mehr Spaß. Ganz einfach. So ist die, einfach die Wahrheit, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Scheine auch spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr Bruchteile davon spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir den Kopf waschen mit irgendwelchen Kommentaren und mir sagen, ey, du Spast, Alter, tipp nicht das, was du tippst, tipp das, was ich tippe, ja. Weil ich spiele immer dann noch immer. Also ich mache hier Tipps, die ich jetzt gerade abgegeben habe und spiele dann auch vor den Spielen immer noch irgendwelche Scheine, so spontan, weil, oder während dem Spiel mache ich auch ganz viel Live-Betten und sowas, ja. Ja, also wie gesagt, falls ihr da eine andere Meinung habt von meinen Tipps oder eine bessere Meinung oder andere Meinung, was weiß ich, sagt es mir auf jeden Fall. Und, ja. Ja, ich war gerade abgelenkt, weil ich sehe gerade auf der Tipico-Seite hier, diese, kennt ihr diese Top-Gewinner, einen Überblick unserer Top-Gewinner, ja. Dann vor einem Tag hat einer so mit 1775 Euro Einsatz, 10.000, also knapp 11.000 Euro gewonnen. Ey, das ist schön und gut. Ja, ich freue mich auch, dass er dann 10.000 Euro Schnapp gemacht hat, so, ja. Aber es tut mir einfach leid, ja. Und ihr könnt es sehen, wie ihr wollt, ja. Aber ich würde nicht 1.700 Euro wetten auf, ich guck mal, was er gespielt hat. Ja, und dann auch noch 7 Spiele und vor allen Dingen Frauenfußball. Er hat gewettet, Brasilia Volley gegen Baruri, Frauenfußball, auf 2, auf, ey, der hat so auch noch Live-Wetten, also tut mir leid, also das ist mal gekauft, ey, kein Mensch wettet knapp 2000 Euro auf 7 Frauenfußballspiele aus der, was weiß ich, aller 8. peruanischen Liga oder was ist, brasilianischen Liga, ja, ey, das ist gekauft. Es ist eh alles fake, ja. Also Witz. Nie, also 2000 Euro darauf zu wetten, Alter, da musst du mir erstmal 10.000 geben, dass ich dann 2000 darauf wette, ja, verdammte Scheiße, ja. Ich glaube eh, diese ganze, was hier so steht, ist Verarschung, ja. Das ist doch nur, damit wir spielen, Alter. So, wenn du mal so guckst, hier hat einer mit 5000 Euro 35.000 Euro gewonnen, ja. Ey, ganz ehrlich, wenn ich 5000 Euro habe, Alter, dann. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich besseres damit vor, als bei Tipico zu spielen. Ey, aber scheiße, aber lass mich hier nicht ablenken. Ich schwöre euch, ist alles nur Verarschung, was hier ist, diese ganzen Dinger. So, ey, so ohne Witz. Hier, das ist gut. Mit 4 Euro Einsatz 16.000 zu gewinnen, ja. Dem gratuliere ich. Das ist gut, das ist stark. Mit 4 Euro Einsatz 16.147 gewinnen. Das ist Respekt. Aber ist auch fake, wahrscheinlich. Egal, ey, ich hab voll vergessen. Ja, jetzt machen wir mal hier meine Tipico-Tipps. Ja, wie immer, liebe Leute, ja. Ihr wisst, Tipico und ich, wir sind so, ja. Deswegen habe ich da auch einen wunderbaren Link von Tipico bekommen. Der ist unter diesem Video, dieser Tipico-Bonus-Link, ja. Falls ihr Bock habt, ja, falls ihr gerne Tipico spielt oder spielen wollt oder gerne sowas in der Art machen wollt, bla bla bla, ja, und mich dabei ein wenig unterstützen wollt, dafür, dass ich diesen ganzen Schwachsinn hier mache. Guck mal, wir haben 3 Uhr nachts, 3:28 Uhr Nacht und ich sitze hier und laber mit einem Kameragerät, ja. Seht ihr, es ist harte Arbeit, ja. Wenn ihr das würdigt und unterstützen wollt, dann klickt diesen Link an, ja. Meldet euch bei Tipico an, kostenlos, dauert 2 Minuten. Und wenn ihr das tut, kriegt ihr einfach 100 Euro bei Tipico geschenkt. Also bis zu 100 Euro. Setzt ihr 100 Euro ein am Anfang, also ihr zahlt 100 Euro auf euer Konto ein, kriegt ihr nochmal 100 Euro geschenkt und könnt das tippen, wie ihr wollt. Und ihr kriegt einfach Geld geschenkt. Also wunderbar, ja. Und wenn ihr was gewinnt, dürft ihr das behalten, komplett, zu 100%. Andere nehmen euch 5% weg. Tipico leistet euch alles. Wunderbar, das ist eine geile Sache, so muss es sein, ja. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das machen. Wenn nicht, wird die Welt auch nicht untergehen, ganz ehrlich. So. Aber wenn ihr macht, ist gut für mich, ja. So. Also, meine Tipps. Komm, machen wir noch, ohne jetzt zu cutten. Ich habe keinen Bock auf diese Cutten. Also 5 Euro Einsatz, der obligatorische Sicherheitstipp. Ihr wisst, sicher ist nichts, aber
5 Euro Einsatz, den könnt ihr rausholen, 43 Euro, den habe ich gespielt. Also Dortmund, Hamburg, Dortmund, Leverkusen, Hertha, Leverkusen, Bayern, Schalke, Bayern, Malaga, Atletico Madrid auf Atletico Madrid, Florenz, Juventus, starkes Spiel, aber Juventus 1,8er-Quote muss ich mitnehmen auf Juventus. Und Saint-Étienne gegen Olympique Marseille am Freitagabend, doppelte Chance auf Olympique Marseille, die sind Zweiter, Saint-Étienne ist 18. oder sowas, 20. keine Ahnung, auf Olympique Marseille. Ja, so macht ihr, wie gesagt, 5 Euro Einsatz, 43 Euro, bah! So, zweiter Schein, 5 Euro Einsatz, 102 Euro, ja, schon gesteigertes Risiko, aber da wollte ich einfach ein bisschen gamblen, so, Leverkusen-Hertha, über, also Handicap, Bayern, Leverkusen, mit 2 Toren Abstand, warum denn nicht, Leverkusen ist sehr, sehr stark drauf, ist sehr stark in der Offensive auch, Hertha ist, ja, nicht so stark drauf gerade, ey, dass sie 2-0 gewinnen, 3-1, 4-2, was weiß ich, ist drin auf jeden Fall. So, Dortmund-Hamburg. Dortmund gewinnt und über 2,5 Tore im Spiel. Ja, dieser neue, wie heißt der, Batuschei, der, oder wie der das heißt, der ist immer für ein paar Törchen gut. Ey. Also, ich habe getippt jetzt einfach 2,5 Tore. Und Dortmund gewinnt. So, Hannover-Freiburg einfach nur über 2,5 Tore. Sind beide auch jetzt einfach gut drauf. Bayern-Schalke auch Handicap auf Bayern, dass sie mit 2 Toren Abstand gewinnen. Leipzig-Augsburg über 1,5 Tore in dem Spiel, als ob Leipzig da, Werner trifft auch eh, in Augsburg macht vielleicht auch noch 1 oder Leipzig macht 2, scheiß drauf, so, ja, 1,5 Tore nur im Spiel und auch hier Saint-Étienne gegen Olympique Marseille, doppelte Chance auf Olympique Marseille, bam, so, nächster Schein, oh, das ist ein guter Schein, 5 Euro Einsatz, 264 Euro könnt ihr rausholen, ja, der ist halt schon, ey, der ist gar nicht so abwegig, ja, Stuttgart-Gladbach, Unentschieden. Gladbach, bei denen läuft gerade gar nichts. Ja, die sind zu schlecht zum Gewinnen, aber auch zu gut zum Verlieren. Ja, so, also gegen manche Gegner. Und Stuttgart, neue Trainer, hin und her, zu Hause auch noch, die sind stark. Unentschieden, warum nicht? Ja, 3-4er-Quote, nehmen wir mit. Bayern, Schalke, zu Hause, Bayern, ja. Hannover, Freiburg, auch hier ein Unentschieden, ja. Hannover ist halt auch nicht schlecht und Freiburg ist super drauf gerade. Hat auch gegen Leverkusen nicht verloren, Unentschieden gespielt, ja. Und hey, wenn mir eine sagen, Unentschieden ist hier nicht drin, Hannover gegen Freiburg, so ein 2-2 wird es wahrscheinlich, ja, so. Dortmund, Hamburg auf Dortmund, Leverkusen, Hertha auf Leverkusen und Hoffenheim, Mainz, ey, Mainz, Alter. Ich meine, Hoffenheim ist auch sehr schlecht drauf, aber Mainz, Alter, auswärts noch gar nichts gerissen die Saison und Pokalspiel jetzt noch in den Knochen, auf Hoffenheim, ja. 5 Euro Einsatz, 264 Euro, gib ihm. Und noch einer hier, den ich zum Spaß gemacht habe, 5 Euro Einsatz, 109 Euro kann man rausholen. Hannover, Freiburg über 2,5 Tore. Leipzig, Augsburg über 2,5 Tore. Leverkusen, Hertha über 2,5 Tore. Dortmund, Hamburg über 2,5 Tore. Bremen, Wolfsburg über 2,5 Tore. Bayern, Schalke einfach nur auf Bayern. Ja, ja, ich weiß. 5x 2,5 Tore. Die letzten Spieltage sind nicht so viele Tore gefallen. Aber ey, einfach so 5 Euro. Gib ihm, ja, wenn es kommt, kriegst du 109 Euro. Jackpot hab ich gemacht. So. Jetzt bin ich gespannt, was ihr macht. Ihr könnt gerne unter das Video schreiben, falls ihr coole Tipps habt, falls ihr Spiele habt, die ihr einzeln tippt oder Kombis habt und sowas. Ich bin da gerne, ich bin für alles offen und wenn was Sinn macht, dann spiele ich es auch, ja. In diesem Sinne, liebe Leute, ja, wie gesagt, unter dem Video ist ein Link, klickt ihn drauf, meldet euch an bei Tipico, ist eine geile Sache. Wie gesagt, kostet euch nichts, macht nur Spaß, außer wenn ihr verliert. Aber dann, wenn ihr mal gewinnt, das macht Spaß. So, in diesem Sinne, ja, ciao, ciao, alles wird gut und ja, viel Spaß, viel Glück, lasst mal endlich wieder gewinnen, ja.